Ich würde mal sagen, die Dogos da bewachen was. Hühnchen aus dem Knast. Mmh, yummy, yummy, yummy. Mal kurz heilen. Und rein da. No backing down. Aua. Mal gucken, was haben wir noch nicht? Law mit Shion und Law mit Rinwell. Einfach verliere jetzt die Explosion. So. Aufzug, perfekt. Der Aufzug? Nein, Aufzugschlüssel. Wir haben nicht den ganzen Aufzug gefunden. Und noch ein Apfelchen hier auf dem Tisch. Ja, der Dogo kann erstmal dort bleiben. Oh, rote Panties hat sie an. Einfach den Aufzug und schieben ihn woanders hin. So, dann können wir jetzt in den zweiten Stock. Und müssen dort wahrscheinlich wieder einen Aufzugschlüssel suchen oder so. Ui, das ist ein großes Gebiet. Was? Ist eine Eule drin? Das ist ein großes Gebiet. Achso, dann geht's um die Ecke. Sag mal, Hutel wird sich ja zum Glück ja melden. Schauen wir mal. Oh, hi. Lass das mal. Ja, Moment. Das sah auch cool aus. Huch, gut bekommen. Prinz der eisernen Fäuste. Einfacheres Überlimit bei Erwachen. Hm. Schick, schick. Also noch den Drachenschuss. Erhöhte Boost-Anzeige bei Trefferkombo, Wiederherstellung und erhöhte BA bei Kampfbeginn. Okay. Let's keep our eyes on the prize. Dann möchte ich jetzt gerne noch einmal den von Shion und Dingens und Law. Okay, get toasty. Oh. Dachte, ich könnte Boostschlag machen. I'm practically unstoppable. So. Kann ich eigentlich nochmal irgendwie noch ein anderes Art mit reinnehmen? Gerade das Feld finde ich jetzt nicht so cool. Dann lieber Gemini Aqua. Vernichtung ist eigentlich ganz cool. Weil eher so der Flammenschlag für schnelle Sachen. Are you still thinking about that armory with all the Danon equipment? Yeah, especially that black armor. I don't think I've ever seen anything from Danon that looked so nice. I can tell you that it was definitely Danon. It was made using techniques found only here. That's how I know. But ever since the Renans came, our civilization's been scrubbed out, bit by bit. Hardly anything's left now. Which is why most people don't remember. But why would the Renans have something like that? Unless it was the spoils of war. It must be a token of the Danons who fought and lost in the past. Or rather, that the Renans were able to beat them. Armor that nice must have been worn by a commander of some sort. They might have even been a Danon hero. A hero, huh? A fallen hero, maybe. I hate to see all that stuff fall into Renan hands, but it's amazing to see that so much of it has survived. You into this kind of stuff then, Rinwell? I mean, yeah, I guess. Are we done here? We don't want to keep Ganabelt waiting any longer.
So, da ist unser nächster Fahrstuhl, der mit Sicherheit auch kaputt ist. Natürlich steht er still. Na gut, dann suchen wir wieder einen Schlüssel. Oh, da fliegt was. Hallo? Oh. Eigentlich wollte ich das nicht zweimal aktivieren, aber okay. Passt schon. Na? So doof, wenn die ja dann wegspringen aus meinen Angriffen. So. Ich würde ruhig einfach sich, ich weiß nicht, weiter verprügeln lassen. Finde ich gerade irgendwo eine Wand. Ach, da. Ja, dann weg damit. Schon die Truhe. Aber es scheint eine seltene Truhe zu sein. Eine Matrosenbluse. Moment. Wie ist die denn? Ah. Oh ja. Eine modische Bluse, die bei Frauen aus Rana beliebt ist. Das Garn enthält Astralenergie, sodass die Bluse robuster als wirkt, als sie wirkt. Robuster ist, als sie wirkt. Okay. Hallo. Was heißt eigentlich, ach, davon einfach die Tür aufzumachen und dann hochzuklettern? Ich weiß nicht, das klingt irgendwie nach etwas, was man nicht tun sollte. Ja, doch, also in der Luft finde ich sie echt auf jeden Fall sehr viel cooler. Oh, irgendjemand hat irgendwie geheilt. Ich weiß nicht. Und kalt. Und sonst nichts. Ich habe noch nichts mehr von der Eule gesehen. Ich sehe schon, da werde ich, glaube bald mal ein Orangengel brauchen. Lang hier. Was mich auch interessieren würde, greif mal an. Ich würde gerne mal den Gegenschlag von ihr sehen. Attack me! Attack me! Nee, zu lahm. Komm, greif mich an. Ah, okay, dann weicht sie aus und schießt einfach. Fliegende Gegner? Nein, danke. Fliegende Party-Member? Ja, bitte. Ich glaube, dann haben wir so langsam alles von ihr gesehen, was sie so kann. Ja, oh, hier ist auch Secret. Nicht Secret, optional. So, Pfirsich-Gelee. Ist gleich die Eule drin? Naja, der hätte sich, glaube ich, Hudel schon gemeldet. Aber nochmal eine rote Truhe. Exquisite Mode. Zu ihm? Ja. Höchst elegante, maßgeschneiderte Kleidung aus Serena. Okay. Let's go. Da sind nochmal ein paar Gegner. Und da sind auch nochmal. Die beiden zuerst. Na, Moment. Hör mal auf zu zaubern. Ich vergesse einfach so ein ganz. Ui, einfach aus der Luft gefischt, wie cool. Von weggetreten. Oh. Und tschüss. Stand da echt alles andere als für den Kampf geeignet? Moment. Sie ist alles andere als für den Kampf gemacht, aber dennoch erstaunlich robust. Ja gut. Oh, ein Ananas-Gelee. Würde ich nie essen, aber... stellt 60% HP wieder her. Ich kann sowieso einfach mal... So. Dann...
wechseln wir doch einfach mal unseren Charakter wieder. Und zwar auf Rinwell. Was kann die nette Dame so? Gucken wir erstmal die Luftarts. Die sind meistens ein bisschen einfacher. Wobei, die wird gleich sicher noch eine Menge Luftarts lernen. Ich mache erstmal die normalen Arts. Und guck mir die erstmal an. Ach, guck mal. Oh. Greift sie eigentlich mal an. Ach, die wirft so kleine Magiekügelchen. Das ist Konzentration, das erhöht. Die Durchdringbarkeit? Genau. Das ist aber jetzt rot, merke ich gerade. Ach, guck mal, das sind diese kleinen Blitzorbs. Ach, er hat Oberlimit aktiviert. Moment, wie war das? Irgendeine Art machen und dann zwei Tasten gedrückt halten für Mystic Art, ne? Schick. Oh, ich merke, der ist auch ein bisschen stärker. Der hat gut KP auf jeden Fall. Das war der falsche. Na, sind wir die noch voll? Ah, schade. Aber hey, ich habe immerhin über 100 Treffer gerade gemacht. Mal eben, weil wir den so drin hatten. Kann ich mir aussuchen, ob ich das mache? Oh, das wollte ich nicht. Ich habe immerhin die Trophäe für 100 Treffer schon geholt. Let's go. Ah, so close. Nächsten Kampf machen wir ihre normalen Magie-Sachen mal. Wird aber auch gerade. Kassiert auch richtig hart von uns gerade. Oh, guck mal, der nächste mit seinem Overlimit. Ja, dann. Schade. Zu langsam. Wieder zurück auf Rinwell. So, meine Güte. Weißt du? Einfach der normale Gegner, der einfach zwei Mystic Arts aushält. What the fuck? Hier drin? Shuhu? Ja, kein Shuhu. Aber da muss ich anscheinend hin. War da gerade was? Moment. Ist sie hier auf einem Sitz? Hm? Hab ich gerade gehört? Wer ist die hier drin? Da! Mit Teufelshörnern. Ein Schmankerl. Also die physischen Angriffe von ihr sind zwar ganz okay, aber ich glaube nichts natürlich, womit man langfristig angreifen wird. Von daher direkt mal wieder raus damit. So. Und ich kann ja jetzt, wenn ich das zaubere und X gedrückt halte, meine ich, das aufladen. Und teilweise auch vermischen, ne? Warum ist denn Rinwells Talent? So, halte die Art-Taste gedrückt, während du... die Art-Taste gedrückt halten. Und wenn ich währenddessen X nochmal drücke, speichere ich das einmal ein.
Wenn ich das gleiche nochmal mache, dann verbinden sie sich zu was Größerem. Okay. So, ein Bedienfeld für den Fahrstuhl. Da drücken wir mal drauf. Okay. You think the elevator is activated now? Should be. So, machen wir nochmal voll geheilt. Let's check and find out. We're coming for you, Janabelt. Hier hinten, glaube ich, war der doch. Na, guck mal. Wieder so ein roter. Okay, dann schauen wir mal. Das ist ganz normal. Zauber. Hallo, Flammentornado. Hallo, Flammentornado. Dann haben wir den Luftstoß. Die Donnerklinge. So, jetzt kann ich. Oh, jetzt wieder verloren. So, einmal eingepackt. Wenn ich den jetzt mit Luftstoß kombiniere, geht das auch? Ah, da kommen die einfach beide gleichzeitig raus. Ich sehe. Ist da nur noch der eine? Ja. Das ist gut, dann kann ich jetzt nämlich ein bisschen rumprobieren. Der hält eh unendlich viel aus. Ich würde sagen, das. Einmal einstecken. Nee, gib mal her. Bla 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 Magic. Wunderschön. So, den. Ah, nee, Moment, das war der falsche Knopf. Alter, ist gerade echt perfekt, um einfach das ein bisschen rumzuprobieren. Einmal eingepackt und. Jetzt machen wir direkt die stärkere Variante mit dem Freeze Lancer. Hätte ich getroffen. Einmal eingespeichert. Und wieder raushauen. Oh. Ich finde übrigens, das in der Luft von hier ist auch richtig cool. Und weg. I'm reaching my limit, you guys. Damn. Guess we better be extra careful. Ach so, stimmt, der hat ausreichend FP für irgendwas gesammelt. Stimmt, der Rising Falcon. Das kannst du mal eben lernen. Ich schau mal kurz, was er mir eben noch beibringen kann. Einfach mal das hier. Du brauchst das, du hast das und du hast das. Okay. Also sie spielt sich halt wirklich einfach wie so eine typische Magierin. Oh. Und anscheinend sind wir da auch schon bei Ganabelt. Hey, hold up a sec, guys. What's up? We need to talk about Ganabelt. This guy can control both light and lightning, and I've heard his swordsmanship is unrivaled. I'm not surprised. He is one of the top lords, after all. That's not all. He also has these weird little gadgets that he likes to use. Gadgets? You mean like some kind of a Renin weapon? Probably. He's got a bunch of these things that hover all around him. They're supposed to protect him from attacks coming in at any angle. I take it there aren't any blind spots, then. Nope. Which is why I plan to bust down his defenses from the front. What? Why? Isn't that where his defense will be the toughest? That's why it's worth attacking. Once I poke a hole in that bastard's defenses, the rest of you can tear it wide open and give him hell. All right. We go with your plan, Law. Now let's get going. It's about time we got revenge for Zephyr. Ich kann mir vorstellen, dass man dann einfach wahrscheinlich seine Verteidigung mit Law durchbrechen soll. Und Rimmel ist sicher ganz praktisch, um seine Magie abzusaugen. Hm. Ich habe wirklich nichts anderes gelernt. Hatte sie nicht eine Fähigkeit? Oder konnte eine Fähigkeit lernen, dass sie bei Kombos schneller zaubert? Das ist allgemein. Einstellung. Was war das eigentlich? Ah ja, wenn man Lamentan läuft. Ah da, reduzierte Artwirkzeit während einer Combo. Ja gut, da fehlt mir noch einiges für. Ah ja, guck mal, das ist nochmal ein Bodenangriff und ein Luftangriff, den ich lernen könnte.
Na gut. Einmal speichern. Und dann. Ich glaube, wir bleiben auch erstmal bei Rinwell. Rein da. Mal gucken, was diesmal so die Special-Aktion ist. Stimmt, irgendwo hat er sie auch noch was, das sich bewegen kann beim Casten. It's about time. I was beginning to worry you'd jump ship like the rats you are. You're not so fortunate. We're here to end you. To liberate Ceslodia. To avenge Zephyr. You talk big, but don't you think you're forgetting something? Of your precious resistance groups, whether the Silver Swords or any others, none have ever dealt a blow to Renan domination. In each and every realm, the story is the same. Until you. You, who wields the Blazing Sword of Calaglia, are different. News of Balsef's defeat really took the wind out of your sails. That brute? A bad case of brawn over brain. Certainly no loss to me. Still, even the smallest of sparks can grow into an inferno. I must give precedence to the task at hand, extinguishing you. Snuffing out your fire before it spreads across the five realms. Can't be. Rinwell? Nothing. I'm fine. I, Ganabelt Valkyrus, Lord of Ceslodia, accept your challenge. Come and meet your death. Okay. You pay for what you did to my father! No, kann ich nicht probieren. The feisty mouth which is to bite the hand that feeds, does he? I never wanted to serve you. I had no choice. I'll slice you in two. Huh. Ging auch alles so schön ins Leere gerade. Wuss! Yo! Auf Teleport! Ja, stimmt. Der tut echt weh, der Sack. Ja. Da muss ich echt aufpassen, wenn er mit seinem High-Speed-Move da kommt. Oh, komm weg hier. Ja. Okay. Dann nicht. Schick. Oh nice, mich ausgeliehen. Nope. Also am besten war jetzt, glaube ich, bis... Au! Oh, jetzt macht das dreimal. Wiederbelebt. Oh cool. Oh, nice. Wait, wir machen keinen Schaden mehr. Das ist nicht so geil. Drink deep the despair. He's channeling astral energy. Damn it. Can't get any closer. If this keeps up. Take this. Whilst the depths of despair irgendwas passiert hier gleich. The end is imminent. Indignation. Insignificant worm. Now return to dust. Einfach mal Indignation gemacht. That Mirage he creates.
It can channel all of its energy. Then I guess we gotta get in quick and hit him hard. Oh. Immerhin kam mein Holy Lance noch raus. Wait. I lost the elephants and tot. Oops. Ich laufe mal ein bisschen rum. Ne? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass alle draufgegangen sind. Scheiße. So. Ich nehme mal Elfen. Jetzt habe ich da weggehauen. Okay, ich habe irgendwie ein Donnerfeld gelernt. That escalated quickly. Ja. Was? Warum bin ich gestorben? Ich bin einfach umgekippt. Ist meistens nicht so gut. Ananas. Ja. Noch mal ein paar mehr HP. Oh, jetzt macht das schon viermal. Nee, ist nicht voll daneben. Nope. Stop it. Alter. Der ballert auch Schaden rein. Stay away from my friend! Rising down these insolent. Where are you going? Was macht jetzt wieder? Glacial Spear. Diese Kugeln machen einfach richtig viel Schaden. Oh wait, da kommt Blitz runter. So. Achso, wir machen weiter. Okay, den habe ich abgebrochen zumindest. Ja. Trotzdem? Und in der Zeit ist dann dafür Elfin gestorben. Also der ist auf jeden Fall schon eine ganz andere Nummer als die anderen bisher. Einmal Pfirsich, Velon. Oh, nice. Oh, oh. Alles drauf haben, was wir gerade haben. Lass noch mal absorbieren. Ich muss schon die Gates of Hell, das ist nicht so gut. Ich heile mich mal schnell, ich das vielleicht überlebe. Oder auch nicht! Doch, ich habe mich gerade noch rechtzeitig geheilt. Hier KP. Hätte ich nicht geheilt, hätte ich ihn noch erwischt, bevor er es rausgehauen hat.